Es ist der vierte Tag für unseren Rettungstrupp und wir reden erstmal mit den Leuten, was wir uns Neues leisten können. Zweifelsohne wäre deine Mission ohne meine Hilfsmittel und Items zum Scheitern verurteilt. Dafür garantiere ich. Ist das so? Haha, dann legen wir mal los. Ich habe jede Menge Material gesammelt, damit wir uns jetzt ein bisschen was leisten können. Aber hier ist auch mehr dazugekommen, wie ich sehe. Erkundungsdrohne. Es empfiehlt sich, das Gelände aus jedem Winkel zu erkunden. Mit dieser Drohne behältst du den Überblick. Okay. Kostet ja nicht wirklich was. Schatzanzeiger. Dieser Sensor findet nahe Schätze und Gestrandete. So muss sich niemand mehr auf sein Bauchgefühl verlassen. Ja, das klingt sehr sinnvoll. Elektroschutz. Diese Schutzkleidung wirkt isolierend. Die Angst vor Blitzen hat ein Ende. Sie werden nun einfach abgeleitet. Dasselbe für Otschin. Und Flammschutz hatten wir ja schon. Ja, komm, kaufen die beiden billigsten Sachen. Erkundungsdrohne und Schatzanzeiger. Solange es nicht die ganze Zeit nervt, wie in dem einen oder anderen Pikmin-Spiel. So, und dann wollen wir Otschin für 100 Materialien nochmal schützen. Und ich glaube, vor Feuer ist es noch wichtiger als vor Elektro, weil das ist ja schon mal passiert. Und das hätte ich in Zukunft halt gerne unterbunden, wenn möglich. Solltest du noch etwas benötigen, kehre einfach zu mir zurück. Dann Training für Otschin. Wenn man den Erfolg einer Mission sicherstellen will, sollte man drei Dinge tun. Trainieren, plaudern. Sehr gut, dann sollten wir sofort beginnen. Kann ich mir noch was leisten? Ich habe noch zwei übrig, das ist doch schön. Sprint heilen wollte ich unbedingt. Das kostet aber drei. Mit anderen Worten, ich werde jetzt noch nichts ausgeben. Die Selbstheilung finde ich sehr gut. Dafür möchte ich sparen. So weit, so gut. Gib weiterhin alles bei deiner Arbeit. Expedition. Hier ist alles bereit. Die Beagle kann starten, wann immer du das Signal zum Aufbruch gibst. Aufbrecher. Dies sind die Gebiete, die du derzeit erkunden kannst. Wir bleiben bei den sonnigen Anhöhen. Und auch wenn es albern klingt, sind wir in folgender Lage. Es wurde angekündigt, die Demo-Version endet, wenn wir 1500 Glycerium gesammelt haben. Und deswegen sammle ich gerade keine Schätze mehr ein. Aber wir haben viel vorbereitet diesbezüglich. Also, ich will halt noch einiges erkunden und ihr versteht mich da schon. Zum Beispiel will ich noch ein Eispigment, damit ich das Wasser an der einen Stelle gefrieren kann. Allerdings könnte ich mit meinen gelben Pikmin jetzt versuchen, den anderen Gestrandeten zu befreien. Und generell, wir haben im letzten Part einen Gestrandeten gerettet, der nicht zum Rettungscrew gehört. Und wir konnten gar nicht mit ihm reden. Das ist also einfach nur irrelevant quasi. Kann man das so sagen? So salopp? Gut, ich würde mal sagen, dann mache ich es wie folgt. Nimm viele gelbe mit. Die können wir noch ein bisschen züchten. Aber andererseits können wir eh nicht so viele Pikmin mitnehmen. Das mich ein bisschen stört an dem Spiel. Wenn man es schon immer gewohnt ist, 100 Pikmin dabei haben zu dürfen, dann darf man auch schon mal meckern. So, das war die feurige Fabrik. Da haben wir eigentlich alles bis auf die Schätze. Ja, was da hinten noch alles abgeht. Ich wollte aber zurück zu... Da, über die Lehmbrücke. Das geht. Die Erkundung geht weiter. Ah, der Schatzanzeiger ist oben links. Ja, wie gesagt, solange er nicht so penetrant ist. Piu, piu. Wir steigen auf. Und können nochmal in die Höhle der Hektik. Ein einzelnes Pikmin reinschmeißen. Wir können sogar direkt den Sublevel aussuchen, das ist so gut. Ach so. Moment mal, was? Warum, was ist mit den gelben jetzt los? Ah. Also, ich dachte schon irgendwie, das wäre schon gut. Wie gesagt, ich habe zwei Ziele.
Ein neues Eis-Pikmin 1 würde mir schon reichen. Und den Gestrandeten retten. Weil ich wüsste sonst nicht, wie ich an Eis-Pikmin kommen soll. Statt da irgendwie zu, ja, backtracken. Aber muss, ne? Wird. Okidoki. Oh? Ist hier irgendwo jemand gestrandet? Hier in Sub-Level 2 gibt's keine. Ich raste aus. Kommt ihr da auch nicht hin? Doch, da ist einer. Es wirkt nicht gewollt, ne? Aber es sollte trotzdem funktionieren. Es würde, wenn es gewollt wäre, viel besser funzen. Nachdem ich schon zwei hochgebracht habe. Aber ich glaube, das ist nur, weil die sich direkt daran bewegen. Ja, nichts mehr da drin mit Bewegungssteuerung. So. Ha. Aber wie gesagt, das erscheint mir ein bisschen Banane. Mal gucken, wer das ist. Was wir davon haben. Hauptsache, eine menschliche Seele gerettet. Oder ist überhaupt menschlich? Die kommen alle von anderen Planeten. Sehen wir uns einmal die Visitenkarte an. Ich hoffe ja, dass es diesmal einer unserer Kollegen ist. Kines von Oji. Seine Passion für Pflanzen ließ ihn allein zu diesen abgelegenen Planeten reisen, um dessen ungewöhnliche Blumen zu bewundern. Nein, wir haben es mit einem weiteren Gestrandeten zu tun, der aus eigenen Stücken hierher kam. Ein Florist. Ich werde nie verstehen, warum man sich ohne Not auf eine dermaßen gefährliche Reise begeben sollte. Let's Play Markus Ojin rettet weiterhin alle, die hier gestrandet sind, was auch immer ihre Gründe waren. Das ist natürlich ein Ding, ne? Dass es keinen gibt, der der Sache trotzen kann. Und dass es keinen gibt, der, ja, einfach davon kam. So, ich muss direkt wieder rein und zwar Motivation erhöht, ist doch gut. In Sublevel 1. Auch wenn die sagen, komplett erforscht, ich will einen Eispicker noch rausholen. Die kleinen Dinge im Leben verleiten einem zu großen, langen Ladezeiten. So ist das. Große, lange Ladezeiten. Denn Ladezeiten, ne? Ich werde euch in Zukunft vielleicht mal schneiden, das nervt. Da schneide ich euch die kürzer im Part. Da bin ich mir nicht zu schade. So, zurückrufen, zurückschicken ist doch wurscht, weil ich will doch wieder rein. Ebene 1. Da stand's, wilde Pikmin Eis. Hier nicht. Komisch. So, ich mache jetzt mal die Plus-Taste, damit es ein bisschen schneller geht. Höhle der Hektik haben wir alles rausgeholt, was da gibt. Gooden. Aber. Die Kreaturen, die hatten wir doch besiegt, oder? Aber seht nur, jetzt sind sie schon wieder neu da. Die Aussicht auf neues Territorium muss sie angelockt haben. Und das sogar, nachdem wir alles zu 100% erforscht hatten. Diese Kreaturen müssen sich ziemlich schnell vermehren. Ist okay. So, Ziel erreicht. Kommt mit. Wir gehen. Da sieht man mal, wie klein und gemütlich diese Höhle in Wirklichkeit ist. Aber wir müssen jetzt auch mitkommen, ne?
Aber selbst wenn ich die Höhle verlasse, die gehen ja auch in die Zwiebel. Auch wenn es eins picken will. Die gehen ja auch in die Zwiebel. Ah, er ist wieder da. Er war schuld. Er hat uns das eine Eispigment weggenommen, das wir brauchten. Deswegen habe ich gesunden Respekt vor dir. Ja. So. Machen wir Deckel drauf, ne? Keine Schätze gefunden, wir haben ja schon alle. Wo sind die Gestrandeten? Um die Gefahren einer Nacht an der Oberfläche zu vermeiden, verstecken sich Gestrandete in Höhlen und warten dort auf ihre Rettung. Wäre mir zu risky, mich in so einen Hyperschlaf zu begeben. Weil ich nicht weiß, was passiert, ey. Weil ich nicht weiß, kommt wirklich jemand zur Rettung. Stell ich mir grausam vor. So, ich kann 30 Pigmänner mit mir rumtragen. Und das... Oder weißt du was, was ich zuerst mache? Freunde, ich habe noch einen anderen Plan. 27? Dann gehen ja nur 27 jetzt. Hä? Ich habe nämlich noch ein... Wo habe ich das denn gesehen? Wir bauen so viele Shortcuts. Da oben ist eine Zwiebel. Und die erhöht unsere Pikmin-Kapazität. Und ich glaube, da komme ich mit gelben Pikmin dran. Deswegen, let's go, der Hase. Gelbe Pikmin kämen da wohl ran. Da tun sie. Helft mal alle fleißig mit. Wie gesagt, das hier ist mir noch ein kleines Rätsel. Das muss doch... Von der anderen Seite ging es auch nicht. Ich muss es aber noch mal probieren. Das ist unverständlich. Aber streng genommen auch nur eine Abkürzung. Na, die sind aber fix. Zum Farmen sehe ich hier die ganze Zeit eine ganze Menge. Es bleibt alles gelb. Warum? Weiß das Spiel, was wir brauchen und was nicht? So, rein da bitteschön. Das läuft. Die wird einfach dicker. Wie dick wird denn die am Ende? Du kannst jetzt 10 Pikmin mehr mitnehmen. Damit sollte das Erkunden um einiges schneller vorangehen. Ist ja deutlich dicker geworden. Wie sieht denn das am Ende aus? Ich meine, ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, wenn du, wenn die Kapazität quasi ihrer Zwiebel größer wird, vom Volumen alleine. Und deswegen können wir mehr aus der Zwiebel rausnehmen. Wie gesagt, das ist doch irgendwie, ich will nicht sagen widersprüchlich, aber you know what I mean? So, die ziehst du jetzt mal raus. Mir fehlt auch so ein bisschen meine Gesamtanzahl an Pikmin, ne? Die unten rechts eigentlich stand. So, und jetzt wechseln wir zu den Eismännern. Da kommt der Eismann. Die uns das da einfrieren. Aber wir brauchen 30. Ich weiß ja nicht, was da auf uns wartet, deswegen mache ich mal diesen. Können wir denn nur 34 mitnehmen? Irgendwie. So. Darum ging es schon vor langer, langer Zeit. Alter. Und solange ihr da bleibt, ist auch alles gut, wollte ich mir sagen. Oder nicht? Da wächst ein roter Samen. Oha. Ach, das bringt uns nur sicher wieder zurück auf die andere Seite, falls das Eis geschmolzen sein sollte.
Oh, Baby. Das dauert ja ewig. Weil wir leider nicht mehr Pikmin haben können. Das ist Rohmaterial. Ah, wir müssen die auch erstmal holen. Also jetzt das mal dran schnappen. Das bringt nämlich Ultra Motivier Spray. Ich frag mich, was da oben überhaupt ist. Die blaue Zwiebel? Leute, da oben sind die blauen Pikmin. Ich raste aus. Das wird also in der Theorie funktionieren. Das war nicht sehr schlau. Oh mein Gott, sie sind zum Glück. Oh mein Gott, zum Glück. Irgendetwas scheint den Weg zu blockieren. Hilf besser, das Hindernis zu beseitigen. Nee, er kann ja gar nicht schwimmen. Moment. Moment jetzt mal hier. Okay, ach, die schweben. Aber die versinken nicht im Wasser. Können jetzt nichts machen. Das ist gut, das sind Eigenschaften, die muss man halt erstmal wissen. Thank God. Ich habe schon ein bisschen Schiss. Dann gehen wir es jetzt erstmal anders an und gehen da hinten hin und sammeln Material. Heidewitzka. Gebe zu, das hätte man ein bisschen souveräner lösen können, aber alles gut. Ich wusste ja nicht, dass ich da Material brauche, weil ich da schon alles ausgegeben habe. Eine schwierige Situation ist. Was war denn hier nochmal? Ich glaube, da war die Zwiebel, ne? Schon wieder Mittag. Das wird. Nicht zu dem. Ja, war knapp, ne? Eine neue Basis. Ach, der Ort hier. Stark. Wie stark ist das denn bitte? Ach, das ist der Name von der Basis. Gewundene Hügel. Jetzt ralle ich das erst. Ja, dann hol her. Basis verlegen, ja. Das von mir aus abtransportieren, damit es aus dem Weg ist. Etwas blockiert den Weg. Redet er schon wieder. Für den Stoß. Hoffen. Hoffen. Tut mir leid, das war ein bisschen böse. So, ja, das hier, einmal das hier. Und weil es so schön war. Dann sind diese Blumen so widerstandsfähig. Und die ganz andere Frage, die ich mir stelle. Irgendwo noch Sachen gesehen, die rumlagen. Was haben wir denn hier? Material.
Weil das bräuchte ich jetzt. Sehr gut. Werd nicht ganz schlau. Was meint der? Besser, ich mach mal diesen Shortcut. Muss irgendwo noch eine andere Pikmin, ein anderes Pikmin sich umhertreiben. Dieses nämlich. Okay, pass auf. Hol mal wieder zurück. Wo sind die denn? Diese Limitation! Ich will 100 Pikmin! Na, muss ich mir verdienen. Das ist eine wertvolle Münze, ein Schatz, der sich da verbirgt. Genau 30 Stück. So, und während das eingefriest ist, könnt ihr jetzt den Rest holen. Reichen da 12? Ich denke. Lost. Aber die machen das schon. Er braucht den Weg ja gar nicht nochmal gehen. Dann finden wir einen Weg da hoch. Oder sich viel mal hoch. Fertig? Noch nicht? Ach nee. Ich brauch noch mehr. Oh, das soll jetzt auf den wahr sein. Oh. Es reicht nicht. Noch eins! Es ist halt... Ja, mal so, mal so. Warte, da... Ist das auf der Oberfläche? Kann ich abtransportieren. War Nektar. Können wir auf der Karte sehen, wo es noch gibt? Das wäre cool. Ja, tatsächlich. Ob wir da drankommen, ist die andere Frage. Hier ist noch eine Menge. Aber das ist das, wo wir hin... Ach, das ist unter Wasser. Also wir haben nur das. Aber da kommen wir dran, oder? Da kommen wir dran. Der Tag ist schon wieder so spät. Ich schaffe es nicht. Ah! Aber wisst ihr, was das bedeutet? Mehr Parts. Wie ein weiser Zekonas einst forderte. Mehr Parts. Ich sollte euch auf jeden Fall folgen und nicht nochmal loslaufen lassen. Sieht man mal einen Unterschied, wie schnell Blütenpigment sind. Vergleich. Bau diese Mauer zu Ende, ey. Ich mein's ernst. Okay, also eine Lektion habe ich jetzt auch schon mal gelernt. Nicht sofort alles verwenden. An, ne, oder alles ausgeben.
nicht immer sofort alles ausgeben an Material, weil du brauchst es auch mal im Spiel. So, jetzt wird es bestimmt mal ein bisschen interessant vom Timer. So, das geht heute leider nicht mehr. Tja, Freunde, steter Tropfen höhlt den Stein, so würde ich es auch mal bezeichnen. Wir haben was geschafft. Es hat ein bisschen gestockt. Ich sag's, wie es ist. Nicht schön, aber selten. Welche Sprüche sind noch angebracht? Aber da können wir uns im nächsten Part an der Stelle umgucken, was sich da noch befindet. Jawohl. Eine gute Sache, eine feine Sache. Und wir werden vermutlich noch so ein Rennen sehen. Handori-Rennen gegen den vermeintlichen Oliman. Das ist auch alles so das Ziel. Kines, Florist. Wunderbärchen. Hey. Ah, da fällt mir noch was ein, Let's Play Markus. Wenn du Minus drückst und dann die Schnellauswahl öffnest, kannst du in alle Richtungen und L verschiedene Funktionen zuweisen. Wirklich? Kann ich so auch die Shepard-Dokumente zuweisen? Selbstverständlich. Und dann könntest du dir ansehen, wann immer du einen schnellen Ratschlag brauchst. Du kannst einem Knopf sogar Aktionen wie entlassen oder auch Items zuweisen. Die Schnellauswahl scheint mir ein sehr gutes Mittel zu sein, wenn man einen Dandori, seinen Dandori verbessern möchte. Insofern, Colin, wäre es hilfreich gewesen, von so nützlichen Funktionen früher zu erfahren. Jawohl. Okay. Gebt mir Daumen, denn Daumen sind besser als Pflaumen. Nächsten Tag. Nächsten Part. Tag 5. Bis dann und ciao.